Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Junksys Corner. Wir haben hier wieder ein Modul für den Schneider CPC im bekannten MX4 Format. Dieses Modul nennt sich Mini Booster MX4 und ist ein COM-Board zum Austausch von Daten mit modernen Computern über USB oder Bluetooth Verbindung. Wir haben hier ein paar Sachen, das ist ein Umschalter für welche Variante verwendet wird. Dieses ulkige Modul ist das Bluetooth-Modul, das schon im passenden Slot steckt. Also das ist eine der Übertragungsmöglichkeiten per Bluetooth. Auf der anderen Seite braucht man halt einen PC, der mit Bluetooth umgehen kann. Man muss das halt dann dementsprechend mit dem Rechner pairen. Und dann kann man übertragen. Will man jetzt nicht Bluetooth verwenden, hat man noch zwei andere Möglichkeiten. Man kann sich das mit dazu bestellen. Wir haben hier zum einen mal ein USB-Kabel. Das USB-Kabel wird entsprechend hier an den Ports angeschlossen. Das ist in der Beschreibung drin, wie das angeschlossen wird. Die andere Möglichkeit, die man noch hat, ist ein gutes altes serielles Modul. Das serielle Modul hat man hier die entsprechenden Anschlüsse und auch wieder hier mit diesem vieradrigen Kabel zum Anschließen. Genau. Auf der Seite, man braucht dann natürlich auf beiden Seiten noch die entsprechende Software. Auf der PC-Seite nennt sich das Programm AFT und auf der anderen Seite mit auf dem CPC braucht man auch noch eine entsprechende Software. Dann kann man Snapshots erstellen, Programme direkt starten, Disketten-Images erstellen, Disketten-Images zurückspielen. Was ich festgestellt habe, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das so wirklich so ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte meine guten 3 Zoll Disketten, die Images erstellen, musste ich jedes Mal das Programm neu starten. Also man konnte nicht Diskette einlegen, Image erstellen, Diskette einlegen, Image erstellen, sondern musste immer wieder von vorne starten. Das muss ich mir nochmal anschauen, ob das nicht einfacher geht. Wie das jetzt dann am CPC ausschaut, im Echtbetrieb, zeige ich gleich im zweiten Teil des Videos. Weiter geht's mit dem Bericht zum Mini-Booster am CPC. Und zwar habe ich jetzt hier mal angeschlossen, da haben wir hier hinten das MX4 zusammen mit dem ROM-Interface und hier im Vordergrund den Mini-Booster. Angeschlossen ist jetzt hier das Bluetooth-Modul. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten hier was anzuschließen. Wir haben hier den USB-Adapter mit den Pins. Und die kann man halt anstelle des Bluetooth-Moduls hier hinten anstecken. Die andere Möglichkeit, die man dann noch hat, ist hier diesen seriellen Adapter mit diesem Kabel hier hinten anzuschließen und dann kann man wieder übertragen. So, was machen wir jetzt? Wir starten jetzt zuerst mal den CPC ein und wir sehen hier, der blinkt ganz aufgeregt. Ich habe, damit es ein bisschen einfacher ist, mir die ROMs hier auf den Rechner gepackt. Also ich kann die ROMs zum Arbeiten mit dem Mini-Booster hier einfach aufrufen. Die sehen so wie folgt aus. Wir machen mal hier das Help. Und wir haben hier das Arcos-ROM. Das ist schon mal dafür zuständig. Wir rufen mal die Befehle dafür auf, Help.4. Das ist mal der SNA-Befehl, das ist zum Übertragen von Snapshots vom Rechner auf den CPC in den Speicher und dann haben wir noch das AKS-ROM, da haben wir noch VDSK, was wichtig ist, und RDSK, was wichtig ist. VDSK ist zum
Schreiben eines Disk-Images vom PC auf den CPC. Und das andere ist ReadDisk, das ist eine Diskette vom CPC auf den PC einlesen. Genau, das waren erstmal die Befehle. Wir sehen hier noch, das Bluetooth-Modul blinkt noch lustig, das heißt, es ist noch nicht gepairt. Das Pairing machen wir jetzt mal. Ich habe hier einen Laptop mit Windows XP. Ich rufe jetzt, schauen wir mal, dass man das einigermaßen sehen kann vielleicht. Ich rufe jetzt mal hier die Bluetooth-Einstellungen auf. Und wir sehen hier CPC Mini Booster. Ich hatte das schon mal eingerichtet. CPC Mini Booster not connected. Wir verbinden das jetzt mal. Machen wir hier mal connect. Und wir sehen hier Connecting und er sagt mir jetzt hier, er hat hier COM12 zugeordnet und wir sehen hier beim CPC, es hat aufgehört zu blinken und leuchtet jetzt dauernd. Was man da noch am PC machen muss, ist das Kommunikationsprogramm starten. Das heißt AFT. Gut, und der Befehl dafür lautet AFT-P und wir haben also angezeigt bekommen COM12. Genau, und dann steht schon dort ein AFT now listening on COM12. Wir haben da in dem AFT-Ordner auch ein, zwei Sachen drin, aber das sehen wir gleich. Wir gehen jetzt mal wieder auf den CPC. Und wir schreiben jetzt mal eine Diskette, die ich hier im AFT-Ordner abgelegt habe, auf den CPC zurück. Wir müssen jetzt hier einen Befehl eingeben, der lautet in dem Fall WDSK für Write Disk, Komma, Anführungszeichen, Prelude heißt die, DSK. Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen und wir schreiben auf den CPC, also das C auf Laufwerk A, Anführungszeichen und ja, los geht's. Genau, dann startet das Write Disk Programm. Transferring Disk from C to A und press Space to begin the transfer from the PC. Die Diskette einklickt. Retry. Ja, hat jetzt halt anscheinend. Hat er aus Versehen die falsche Disk drin? Die war anscheinend schreibgeschützt, das mag er nicht so ganz. Wir resetten hier mal. Und rufen das Ganze einfach nochmal auf. WDSK, Komma, Anführungszeichen, Prelude.dsk, Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen, CA, Anführungszeichen, so. So, jetzt schaut schon besser aus. Jetzt sieht man hier, wie die Tracks geschrieben werden. Wir schwenken mal rüber auf den CPC. Hier sieht man in dem DOS-Fenster, wie das durchläuft. Genau. Wir sind jetzt inzwischen schon bei Track 24, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Der einzige Nachteil an diesem Programm ist, man kann jetzt da nicht in 10 Disketten hintereinander machen, sondern leider beendet sich das Programm immer wieder, wenn es fertig ist.
So, Disk entfernt, drücken einfach eine Taste und schon sind wir wieder zurück auf dem Desktop. Und wir machen wir mal Cut. Genau, und sehen jetzt den Inhalt. Und wir können das Spiel auch starten. Genau, und schon nochmal das Spiel gestartet. So kann man auch mal einen Disk-Image zurückschreiben, wenn man gerade keine andere Möglichkeit hat und mal was von einer Original-Disk starten will. So, Spiel ist gestartet. Hier machen wir mal noch einen Reset und probieren wir noch das andere. Jetzt legen wir mal eine andere Disk noch ein. Eine Disk, die wir wegsichern wollen auf den PC in dem Fall. Und zwar funktioniert das dann so: Wir haben den Befehl rdsk, Anführungszeichen. Dann geben wir dem Kind einen Namen, machen wir mal einfach mal Test 3.dsk Anführungszeichen und wir wollen lesen vom Laufwerk A. Es startet wieder das Programm wie vorhin auch, ReadDisk in dem Fall, und wir sollen Enter drücken zur Übertragung auf den PC. Genau, wir sehen, wie hier die Tracks gelesen werden und übertragen werden. Schauen wir wieder auf die andere Seite rüber, wie das ausschaut hier. Diesmal werden hier ein bisschen mehr Informationen angezeigt, wem das was sagt. Wir laufen die Infos durch. Hier sind wir jetzt auf Track 22. Auch hier wieder die Info. Es ist leider nicht möglich, dass man hier jetzt mal einen Stapel Disketten archiviert, so schnell. Man muss halt immer wieder den Befehl aufrufen, in dem Fall mit dem ReadDisk, damit man die Disketten zurückschreiben kann auf den PC. Also man kann hier nicht zack, 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 zack immer wieder starten. Immer wieder den Befehl eingeben. Geht auch, wenn es nicht zu viele sind. Genau. DSK transferred. Wenn wir jetzt auf dem Laptop nachschauen, im Verzeichnis von AFT gibt es jetzt eine Datei, die heißt dann Test3DSK. Ja. Das war's im Großen und Ganzen mit meinem Bericht zum Mini-Booster am CPC. Hier nochmal ein Bild. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Chances Corner.